Die am längsten laufende Anime-Serie ist Sasae-san. Sie wird seit 1969 produziert und ist auch nach dem Tod der Mangaka 1992 ein fester Bestandteil in der japanischen Medienlandschaft. Und noch eine Besonderheit, der Wunsch der Mangaka, dass es keine DVD-Veröffentlichung der über 2500 Episoden gibt, wurde respektiert. Wie viele Anime erscheinen eigentlich so im Jahr? Nun, 2017 waren es zum Beispiel über 750 Titel. Pro Season wären das im Durchschnitt 188. Dazu zählen Serien, TV-Specials, Filme, OVAs, ONAs oder Hentai. Für viele japanische Synchronsprecher ist das Einsprechen von Hentai der erste Schritt, um in der Branche Fuß zu fassen. Damit das nicht im Lebenslauf erscheint, arbeiten viele Hentai-Sprecher unter einem Pseudonym. Das mittlerweile gängigste Ursprungswerk für Anime ist der Manga sowie die Light Novel. Seltener werden Visual Novels oder andere Spieltypen adaptiert. Auch sogenannte Anime Originals, also jene Titel, die keine Vorlage besitzen, kommen nicht allzu oft vor. Übrigens dienen Anime-Serien in vielen Fällen in erster Linie dazu, die Verkäufe der zugrunde liegenden Vorlage anzukurbeln. Das ist auch der Grund dafür, weshalb viele Anime keine zweite oder dritte Staffel erhalten. Wenn sich der Manga oder die Light Novel zufriedenstellend verkauft, spart man sich das Geld für eine weitere Anime-Serie. Prominente Beispiele wären No Game No Life oder ReZero. Die oft auftretenden langen Anime-Titel kommen von denen der Light Novels. Sie werden genutzt, um sich von anderen Büchern bzw. Anime hervorzuheben. Zudem dienen sie dazu, die Handlung zu skizzieren. Ein Paradebeispiel wäre: I'm a successful light novel author at a boys high school, but I'm being strangled by a female classmate who is a voice actress and is younger than me. Die 65. Folge von Boruto Naruto Next Generations zeigt den Respekt, den die japanischen Studios gegenüber ausländischen Animatoren haben, denn sowohl die Regie der Episode als auch die Ausführung der sogenannten Schlüsselbildanimation wurde von einem internationalen Team durchgeführt. Studio Pierrot stand hier nur in beratender Funktion zur Verfügung. Das Team bestand aus Animatoren aus China, den Philippinen, Taiwan, den USA oder Kanada. Früher konnte man in Japan Anime-Filme und Serien nur in Videotheken leihen, für den Fall, dass man mal eine Folge verpasst hat. Und genau daher kommt die Volume-Politik, also das Aufsplitten einer Serie auf mehrere DVDs oder Blu-rays. Verleiher wollten ihrer Kundschaft die Episoden so schnell wie möglich nach der TV-Erstausstrahlung anbieten. Das ist der Grund dafür, dass sich in Japan meist nur wenige Folgen auf einer Disc befinden. Häufig werden in Anime Schulsettings als Schauplatz der Handlung genutzt. Aber wieso sitzt der Hauptcharakter in den meisten Fällen in der hinteren Reihe am Fenster? Ganz einfach, das spart Kosten, denn dadurch müssen weniger Charaktere gezeichnet werden. Oftmals lohnt es sich, eine Anime-Serie nach der japanischen TV-Erstausstrahlung nochmals auf DVD oder Blu-ray anzusehen. Es ist nämlich nicht unüblich, dass komplette Folgen überarbeitet werden, was sich dann sehr stark auf die Optik auswirkt. So sieht zum Beispiel der Berserk-Anime aus 2016 teilweise komplett anders aus. Anime-Serien sind in Japan wesentlich teurer als in Deutschland. Ein Beispiel: Für die erste Staffel von Attack on Titan samt Sammelschuber muss der deutsche AOT-Anhänger knapp 170 Euro berappen. Der japanische Fan legt hingegen satte 560 Euro auf den Tisch. Daher importieren einige Anime-Fans in Japan ihre Serien aus Deutschland. Das ist übrigens auch der Grund, weshalb es meistens fest integrierte Untertitel gibt. Die Lizenzinhaber möchten japanische Zuschauer so vom Import abhalten.